Seht mal, Kinder! Oh nein, ich glaube, das sind keine Kinder mehr. Zuvor bei Troom Troom Select. Die Mädchen wachen nach Walters Gasangriff auf und stellen fest, dass sie gefangen sind. Ihre Hände sind mit Klebeband gefesselt und in der Ecke der Zelle steht ein hungriger Zombie. Hoffentlich hält das Seil. Oh, ich kann meine Hände gar nicht mehr spüren. Als erstes muss das Band entsorgt werden. Die Mädchen entscheiden sich für einen Gürtel. Nach viel Mühe gelingt es Lilly, den Gürtel herauszuziehen. Lass mich dir helfen! Die Mädchen benutzen die Metallschnalle, um ihre Fesseln zu lösen. Ach, endlich! Meine Hände sind völlig eingefroren. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir mit diesem Zombie machen. Schließlich haben wir keine anderen Waffen gegen Walter. Ohne viel nachzudenken, befreien die Freunde den Zombie und führen ihn durch die dunklen Korridore. Wo versteckt sich dieser verrückte Sadist? Natürlich in seinem Raum der Experimente. Die Mädchen überraschen den verrückten Wissenschaftler und vertreiben ihn aus dem Labor. Halt! Wir haben ihn in eine Sackgasse gejagt. Lassen wir den Zombie als Wachhund zurück. Wir müssen nur das Seil in der Türöffnung befestigen. Keine Sorge, Walter. Dieses süße Wesen wird dich beschützen. Und es wird normale Menschen vor einem Verrückten wie dir schützen. Außerdem haben die Mädchen im Moment keine Zeit für Walter. Alles, was sie interessiert, ist, wie sich der Zombie-Buster fühlt. Lebt er überhaupt noch? Oder hat der Arzt ihn bereits in einen Zombie verwandelt? Er hat immer noch einen Puls. Und seine Hände sind warm. Es ist ein Wunder. Er hat es geschafft zu überleben. Aber der Zombie-Buster ist noch zu schwach, um die Fragen der Mädchen zu beantworten. Er muss unter Drogen stehen. Unabhängig davon müssen wir hier weg. Dieser Unterschlupf wurde fast zu unserer letzten Ruhestätte. Auf eine schlechte Art und Weise. Die Mädchen bringen ihren Freund nach draußen. In der Gegend gibt es ganze Scharen von Zombies, was bedeutet, dass wir zu Fuß nicht lange überleben werden. Okay, wir müssen Walters Auto nehmen. Jane und der Zombie-Buster gehen auf den Rücksitz. Lilly, fahr los! Gib Gas und verschwinde von diesem schrecklichen Ort! Wo fahren wir hin? Das spielt keine Rolle. Nichts wie weg von Walter und seinem Zombie-Labor. Wie geht es dem Zombie-Buster? Er sollte schon längst aufgewacht sein. Jane schüttelt ihren Freund. Er fühlt sich immer noch sehr krank. Sein Kopf tut weh und ihm ist übel. Halte an, er braucht frische Luft. Frische Luft sollte ihn aufmuntern. Die Mädchen haben eine Menge Fragen. Wie hast du überleben können? Wir dachten, du hättest es nicht geschafft. Eine ganze Schar von Zombies hat dich angegriffen. Genau dort, im Keller unseres Schutzraumes. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Du hättest dich in einen Zombie verwandeln sollen. Aber du bist immer noch derselbe Zombie-Buster, wie wir ihn kennen. Die einzige Idee, die der Zombie-Buster hat, ist, dass er gegen den Zombie-Virus immun sein könnte. Eine andere Erklärung hat er nicht. Die Hauptsache ist, dass unser mutiges Trio wieder zusammen ist. Übrigens, haben wir Wasser? Ich hoffe, dass es im Auto einige Vorräte gibt. Die Mädchen gehen zurück zum Auto und schauen in den Kofferraum. Oh, hier gibt es ein ganzes Arsenal. Schau, wie viele nützliche Dinge es gibt. Ein Schutzhelm. Wow! Entferne das Stirnband von dem Bauhelm. Nimm die selbstschneidenden Schrauben. Bohrlöcher. Setze die Schrauben von der Innenseite des Helmes ein. Deine neue Pickelhaube ist fertig. Jetzt brauchst du eine Taschenlampe und ein Kabel. Befestige ein Stück Draht in den Seitenlöchern und befestige die Taschenlampe am Helm. Das ist der beste Zombie-Kampfhelm aller Zeiten. Aber das Wertvollste in diesem Kofferraum ist eine Flasche Wasser. Sobald sie ihren Durst gestillt haben, entscheiden sie, wohin sie fahren werden. Es gibt keinen Grund, sich zu entscheiden. Es gibt nur einen Weg. Nun, lass uns weitermachen. Hoppla, ein Hindernis auf der Straße. Dieses Auto hat uns den Weg versperrt. Wir können nicht weiterfahren. Was sollen wir tun? Nun, wir müssen den Wagen schieben.
Oh nein, das ist eine Zombie-Falle. Tut uns leid, Zombies, wir haben nichts für euch. Wir sind voll bewaffnet. Zieh die kugelsichere Weste an und schütze deinen Kopf mit einem stacheligen Helm. Außerdem mit stacheligen Schulterpolstern und einem Armschutz. Versuche nur, mich jetzt anzugreifen. Nimm einige Stücke Styropor. Schneide die Form eines Schildes mit einem Kistenschneider aus. Nimm die breiten Gummibänder. Schneide sie durch. Setze die Gummibänder ein. Nimm die selbstschneidenden Schrauben. Setze die Schrauben in das Schild ein, um den Buchstaben Z zu erzeugen. Bringe auf jeder Seite ein elastisches Band an. Befestige die selbstschneidenden Schrauben und Gummibänder mit Klettverschlüssen auch an deinen Kniescheiben. Als nächstes benötigst du ein großes Brett, einen Gürtel und einige Nägel. Nagele zwei Lederstücke an das Brett. Halte dich gut fest. Hämmere die restlichen Nägel in das Brett. Beschichte das Schild mit Sprühfarbe. Erledigt! Ich glaube, diese Zombies sind völlig wild geworden. Bringen wir dieses Zombieland in Ordnung. Kommt schon, Freunde. Zeig ihnen, zu was du imstande bist. Schnappt sie euch, Mädels. Du bist definitiv erfahren genug, um mit ihnen umzugehen. Nun sind die Studenten die Meister geworden. Was für ein Erfolg. Der Zombie-Buster ist so gefangen, dass er den Kampf beobachtet, ohne zu merken, dass einer der Zombies auf ihn zukommt. Er nähert sich dem Zombie-Buster und ist dabei, ihn anzugreifen. Warum reagierst du also nicht? Der Zombie sieht sich den Kampf an und dann wieder den Zombie-Buster. Hier gibt es nichts zu fangen. Ich gehe besser weiter. Der Zombie-Buster hat ihn bemerkt. Natürlich, sieh dir Lily an! Mit ihrer neuen Waffe haut sie die Zombies wie die Käfer um. Nimm ein Seil und einen schweren Ball. Wickle das Seil um deine Handfläche. Binde das Seil in der Mitte. Platziere den Ball im Inneren. Ziehe das Seil fest. Und bringe einen Karabinerhaken an. Ein letzter Treffer und der Zombie ist besiegt. Ausgezeichnete Arbeit! Jetzt müssen wir das Hindernis von der Straße entfernen. Der Weg ist frei. Wir können weiterfahren. Sieh mal, im Handschuhfach liegt eine Karte. Der Karte nach zu urteilen, werden wir auf unserem Weg in die Sicherheit auf einen ganzen Haufen Zombies stoßen. Wir müssen unser altes Auto stärken. Mal sehen, wie wir es aufrüsten können. Die Mädchen machen sich auf die Suche nach Materialien. Oh nein, wir sind von Zombies umgeben. Wehre dich, wenn du kannst. Wie wäre es mit einer stacheligen Frisbee? Nimm eine Plastik-Frisbee und eine CD. Schneide die CD in scharfe Stücke. Mache Einschnitte entlang der Seite der Frisbee. Lege die CD-Stücke ein. Jetzt sind die Zombies definitiv in Schwierigkeiten. Und was hast du da? Einen Rost, ein paar Stöcke, ein Netz? Nicht schlecht für den Anfang. Befestige einen Aluminiumstoßfänger. Schütze die Windschutzscheibe mit einem Metallgewebe. Installiere das Gitter an der Heckscheibe. Klebe scharfe Dreiecke auf die Haube. Jetzt sieht es aus wie ein mächtiger Dinosaurier. Bringe vorne Spikes an und befestige Ketten an den Radabdeckungen. Wie gefällt dir unser Upgrade? Das Auto sieht sehr unheimlich aus. Ich frage mich, ob es auch so stark sein wird, wie es aussieht. Das furchtlose Trio geht auf die Straße. Der Weg wird lang und schwierig sein. Daher sollten die Freunde besser Geduld haben. Und jetzt können wir unsere Anti-Zombie-Autoabwehr überprüfen. Komm schon, Lily! Ziehe genau in die Mitte der Menge. Lasst uns diese Zombie-Bande angreifen. Vorsicht! Unser super Auto hat uns im Stich gelassen. Die Freunde fahren weg auf der Suche nach einem ruhigen und sicheren Leben. Etwas sagt uns jedoch, dass noch viele Abenteuer auf sie warten.
Hat dir unsere neue Zombie-Episode gefallen? Wenn dir dieses Video gefällt, schreib in die Kommentare, ob du dich auf weitere Episoden über die Zombie-Apokalypse freust. Abonniere unseren Kanal, klicke auf die Glocke und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Genieße weitere lustige Sketche und nützliche Lifehacks auf TrumTrum Select.